Im Rahmen ihrer Möglichkeiten hat die kleine Schweiz seit Jahrzehnten ausländische Arbeitskräfte aufgenommen. Lange Zeit zum Wohle beider Seiten. Doch mit Einführung der EU-Personenfreizügigkeit ab 2007 begann die unkontrollierte Massenzuwanderung, die wir selber nicht mehr regulieren können. In nur 12 Jahren ist die Bevölkerung um weit über 1 Million Menschen gewachsen. Es wird eng. Und wenn wir nicht handeln, wird es bald noch viel enger. In wenigen Jahren droht uns die 10-Millionen-Schweiz. Immer mehr Arbeitsplätze besetzen junge, billige Einwanderer. Die Folge davon sind Arbeitslosigkeit bei über 46-Jährigen und schlechtere Zukunftschancen für unsere Jugend. Der bezahlbare Wohnraum in Städten wird immer knapper, die Mieten explodieren. Die Folge sind wachsender Druck auf Studierende, junge Familien und schlechter Verdienende sowie immer mehr Pendlerverkehr. Der öffentliche Verkehr, unsere Straßen, Schulen und Freizeitanlagen sind bereits überlastet. In der Folge braucht es immer noch mehr Infrastruktur. Wertvoller Lebensraum wird verbaut und die Umweltbelastung steigt. Die dramatische Nebenwirkung: Mittlerweile sind 6 von 10 Sozialhilfebezügern kürzlich Eingewanderte. Unsere Sozialwerke drohen zu kollabieren. Steuern und Lohnabzüge steigen. Die Begrenzungsinitiative will, dass die Schweiz die Zuwanderung wieder eigenständig regeln darf. So wie die allermeisten der 194 Länder der Erde. Wir wollen wieder selber entscheiden, wen wir hereinlassen und wie viele. Wir wollen wieder wohlwollende Gastgeber sein und nicht Bürger einer aggressiven Ellenbogengesellschaft. Wir wollen unseren Boden und unsere Natur wieder wirkungsvoll vor übermäßiger Zubetonierung und Umweltschäden schützen können. Die Begrenzungsinitiative beauftragt den Bundesrat, das Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU in der Jahresfrist durch Verhandlungen aufzuheben oder notfalls aufzukündigen. Eine wohlüberlegte, maßvolle und nachvollziehbare Maßnahme, um unsere Natur, unsere Jugend, unsere KMUs und unsere Arbeitnehmenden zu schützen. Stimmen Sie Ja zur Begrenzungsinitiative.